Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute, wie ihr solche coole Sockenschneemänner machen könnt. Und jetzt zeige ich euch, was ihr alles dazu braucht. Ihr braucht, um so einen Sockenschneemann zu machen, natürlich weiße Socken. Eigentlich braucht ihr immer nur eins von ein paar, aber hier sind mal ganz viele. Ihr könnt auch alte weiße Socken benutzen, die euch nicht mehr passen oder so. Dann braucht ihr Watte, Pfeifenreiniger, das ist dann für den Schal, ein Gummi, dann braucht ihr so zwei Kulleraugen, so drei Steine. Ihr könnt aber auch Knöpfe nehmen und dann noch ein großer Stein oder ein großer Knopf für die Nase. Und dann braucht ihr noch eine Heißklebepistole. Jetzt nehmt ihr viel Watte und stopft es in die weiße Socke. Ihr müsst richtig viel nehmen, damit der Unterkörper und der Kopf entsteht. Dazu noch ein bisschen mehr. So, und jetzt macht ihr mit dem Gummi hier oben einen Knoten. So, und jetzt braucht ihr Pfeifenreiniger. Ihr nehmt den Pfeifenreiniger und wickelt ihn hier so drum, dass der Kopf entsteht und der Unterkörper. Dann macht ihr einen Knoten, zieht es erstmal ganz fest. Und dann könnt ihr das hier so zur Seite hängen lassen, dass das dann so ein Schal ist. Jetzt macht ihr die Mütze, indem ihr einfach hier das übrig gebliebene Oberteil hier so rumdreht. Und das ist nur meine Katze, die ist gern der Mittelpunkt und muss jetzt auch mal weg. Und dann habt ihr hier so die Mütze, wenn die ein bisschen zu tief ist, könnt ihr die auch noch ein bisschen hochziehen. Und dann macht ihr hier noch ein Puschel dran und zwar auch mit Watte. Ich habe jetzt mit Heißkleber Kleber dran gemacht und jetzt muss man es einfach an die Mütze kleben, dass es dann so ein Bommel ist. Hier. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann muss man noch die Steine und die Augen dran kleben. Als erstes klebt ihr die Nase. Und dann die Augen. Zum Schluss klebt ihr die Steine auf. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Und probiert, dass eure Katze es nicht kaputt macht, weil es ist dann auch ein schönes Geschenk. Und dann wünsche ich euch allen eine frohe Weihnachten. Und dann will ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!